Was macht man, wenn man unter einem selbst aufgelegten Bücherkaufverbot leidet? Richtig, man macht sich selber traurig damit, dass man erzählt, welche Bücher man sich gerne kaufen wollen würde. Los geht's! Hi, ich bin Nina und das hier ist mein Kanal Satzzeichenchaos. Jeden Dienstag stelle ich euch im Bookie das Buch der Woche vor, das ich gelesen habe, und freitags gibt es ein etwas längeres Video zu einem anderen buchigen Thema. Und wenn das gut für euch klingt, dann könnt ihr jetzt gerne auf Abonnieren klicken. Ich habe mir am Anfang des Jahres geschworen, dass ich meinen Sub verkleinern werde. Ich habe das in zwei Phasen aufgeteilt. Ich hatte jetzt das Thriller-Quartal und jetzt habe ich das Fantasy-Quartal, wo ich auch heimlich schon einen Thriller drin gelesen habe. Aber ich versuche, alle meine Bücher dieser Gattungen, was meine zwei Hauptgattungen sind, von meinem Sub wegzulesen. Und erst wenn ich den ziemlich verkleinert habe, dann darf ich mir wieder neue Bücher holen. Hat nicht ganz geklappt, weil ich mir von den Schatten des Fuchses jetzt die zwei Folgebände geholt habe und ich zwei Buddy Reads gestartet habe auf Instagram und mir dafür die Bücher geholt habe. Aber ansonsten bin ich meinem Vorsatz treu geblieben und habe mir seit 4 Monaten kein einziges Buch gekauft. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne mir welche gekauft hätte, denn sowohl hier auf BookTube als auch auf Bookstagram werde ich ja jeden Tag zugespammt mit unfassbar vielen guten Vorschlägen und ich habe so eine kleine Liste, in die ich jeden Titel reinpacke, den ich irgendwie sehe, meistens auch, wo ich einfach nur das Cover schön finde und wo ich dann später entscheiden möchte, ob dieser Titel bei mir einziehen darf oder nicht. Nun ist es leider so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist die Bücherei geschlossen oder ist sie mit Test möglich. Jedenfalls ist die Bücherei für mich geschlossen und ich komme so einfach nicht an die Bücher ran, ohne sie zu kaufen. Und deshalb wächst und wächst diese Liste, ohne dass ich mir irgendeins dieser Bücher kaufen kann. Aber ich dachte, ich halte die Liste mal ein bisschen für die Ewigkeit fest und mein letztes Wunschlistenvideo, ich habe geguckt, ist vom September. Es ist also definitiv Zeit für ein Update. Aktuell sind über 11 Titel auf meiner Wunschliste, aber einige davon bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie wirklich haben will. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, euch die 11 vorzustellen, die ich auf jeden Fall haben möchte. Und es ist wild gemischt, da ist jetzt nicht nur Fantasy bei, weil wir das Fantasy-Quartal haben, sondern natürlich auch Thriller und Horrorbücher. Aber ich sage, wir fangen mal an direkt mit dem ersten Buch. Und der erste Titel ist Lagunenraunar von Gunnar Kunz. Dazu kann ich euch sogar das Cover hochhalten, weil ich es habe. Und zwar habe ich hier diese Postkarte mit dem Cover, aber das ist mir dumm, die jetzt die ganze Zeit hochzuhalten, deswegen blende ich jetzt trotzdem das Foto ein. Und zwar sagt der Klappentext folgendes. Komm zu mir, fürchte dich nicht, widersetze dich nicht länger dem Flüstern der Lagune. Steig die Treppe der versunkenen Häuser Venedigs hinunter. Komm zu mir, fürchte dich nicht, widersetze dich nicht länger dem Flüstern der Lagune. Steig die Treppen der versunkenen Häuser Venedigs hinunter, Stockwerk um Stockwerk, tiefer, tiefer. Unten in der Dunkelheit wartet etwas auf dich, ein Geheimnis, die Rettung, der Tod. Venedig, 15. Jahrhundert. Schwarzer Nebel kriecht auf die Stadt zu, schlängelt sich durch die Lagune, füllt die Kanäle mit etwas Finsterem und bringt Krankheit und Tod. Marco, Sohn eines Glasbläsers, und seine Freundin Chiara, die Maskenmacherin, scheinen als Einzige in der Lage zu sein, Venedig zu retten. Doch dabei müssen sie nicht nur gegen eine uralte Magie kämpfen, gegen Intrigen und Verrat, sondern sich auch dem Flüstern der Lagunen ausliefern und dem Fischmenschen, die der Legende nach tief unter der Stadt hausen. Ich habe euch gerade schon die Postkarte gezeigt und zwar wurde die mir zusammen mit einer Karte von Venedig zugeschickt, weil ich mich um dieses Buch beworben hatte bei einem Gewinnspiel auf Instagram. Leider nicht gewonnen habe, aber trotzdem geistert mir dieses Buch seitdem im Kopf herum und hat es auf meine Wunschliste geschafft. Ich war ja letztes Jahr in Venedig und habe auf diese Minute verstanden, warum Leute so begeistert sind von dieser Stadt und warum vor allem Venedig so viele Künstler inspiriert hat. Und scheinbar auch Gunnar Kunz, der jetzt dieses Fantasy-Buch dazu geschrieben hat. Klingt für mich einfach nach einer super spannenden Fantasy-Geschichte mit Mystik und mit Meerjungfrauen, worauf gerade aktuell, glaube ich, auch ein Trend ist, aber den ich auch ganz cool finde. Und ich habe bisher noch kein Meerjungfrauenbuch gelesen. Deswegen ist es auf jeden Fall auf der Liste und ich habe ja jetzt immerhin schon die Karte dazu. Da brauche ich auch das Buch. Und ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei den Fantasy-Büchern auf meiner Liste. Das nächste ist Clans of Tokito von Caroline Brinkmann. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dieses Buch steht nicht mit Clans of Tokito auf meiner Liste, sondern mit Clans of Tokio. Weil es wahrscheinlich auch daran angelehnt ist und in meinem Kopf einfach Clans of Tokio, ja okay. Aber es ist eine Fantasy-Stadt mit dem Namen Tokito. Und hierum geht's. In der Megastadt Tokito herrscht das Gesetz der Clans. Nur wer für einen der 6 Clanfürsten arbeitet, hat die Chance zu überleben. Die rebellische Erin hat ihren Job beim Lotus-Clan verloren und ist nun schutzlos.
Als sie auf der Straße verschleppt wird, lässt sie sich auf einen Deal mit einem Dämonen ein. So geht es dann weiter, aber das ist schon mal grundsätzlich die Geschichte. Ich habe ja jetzt mit Im Schatten des Fuchses schon ein Fantasy-Buch gelesen, das in Japan spielt, und mit Gumio hatte ich ein Fantasy-Buch, das in Korea spielt, und ich finde es einfach super spannend, so als Alternativwelten zu den klassischen europäisch zentrierten Fantasy-Büchern, die ich jetzt vor allem bisher gelesen habe. Hat auch ein super schönes Cover, weshalb es mich natürlich sofort angesprochen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie hier Tokito dargestellt wird, ob es viele Gemeinsamkeiten mit Tokio hat, was es mit diesen Clans auf sich hat und was genau der Deal mit dem Dämon ist. Denn weiter habe ich den Klappentext nicht gelesen, weil ich schon überzeugt war. Und ich weiß nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kennt ihr das, dass ihr Trailer nicht guckt oder Klappentexte nicht lest, wenn ihr eh schon wisst, dass ihr das Buch lesen werdet oder einen Film gucken möchtet? Und ich, wenn ich dann direkt am Anfang das Gefühl habe, ja, das will ich lesen, lese ich noch nicht mal den Klappentext weiter, weil mir alles zu viel Spoiler ist, was ich darüber hinaus weiß. Den nächsten Titel, der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter und ich glaube, viele kennen ihn auch. Und zwar ist das Flawed von Cecilia Aaron. Ich weiß nicht, ob sie Aaron oder Ahern ausgesprochen wird. Da habe ich auch schon die verschiedensten Dinge in verschiedensten Videos gesehen. Wir nennen sie jetzt einfach Ahern. Und die kenne ich eigentlich nur von dieser Liebesbuchreihe. Aber scheinbar hat sie jetzt auch einen Jugenddystopie-Fantasy-Roman geschrieben, Flawed. Und wir bleiben bei seltsamen Namen in der Klappentext. Celestines Leben scheint perfekt. Sie ist schön, bei allen beliebt und hat einen unglaublich süßen Freund. Doch dann handelt sie in einem entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus und bricht damit alle Regeln. Sie könnte im Gefängnis landen oder gebrandmarkt werden, verurteilt als Fehlerhafte. Denn Fehler sind in ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts geht über die Perfektion, auch nicht die Menschlichkeit. Jetzt muss sie kämpfen um ihre eigene Zukunft und um ihre große Liebe. Klingt jetzt nicht nach hochtragender, spannender Literatur, aber klingt nach einer guten Jugenddystopie. Und ich habe ein bisschen Sehnsucht nach solch einem Buch, das mich in die guten alten Zeiten zurückversetzt, wo man Hunger Games das erste Mal gelesen hatte und dachte, das wäre der heißeste Scheiß. Und ich, irgendwie suche ich sowas wieder. Und ich hoffe, ich werde es in Flawed finden. Es ist, glaube ich, sind es 2 oder 3 Teile. Kann man also, wenn das erste Buch gut ist, sich schön weiter in die Welt eindenken. Auch beim nächsten Titel habe ich, als das Cover gesehen, direkt das Buch auf meine Wunschliste geschrieben, dann nur den halben Klappentext gelesen und dann war ich direkt überzeugt, dass ich dieses Buch brauche. Und zwar ist es Fluch der 7 Seelen von Adeline Grace. Wir gucken einmal den Klappentext. Als Prinzessin des Inselkönigsreichs Visida hat Amora Montara ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf ein Ziel vorzubereiten. Sie soll zur obersten Hofmagierin werden. Im restlichen Königreich kann jeder seine bevorzugte Form der Magie frei wählen. Nur Amora hat keine Wahl. Als Tochter des Königs und zukünftige Thronfolgerin muss sie sich beweisen, dass sie die ebenso gefährliche wie tödliche Seelenmagie beherrscht. Doch als sie bei einer öffentlichen Zeremonie die Kontrolle über ihre Kräfte verliert und dabei einen Mann tötet, muss Amora aus dem Königreich fliehen. Sie beschließt sich dem mysteriösen wie gut aussehenden Piraten Bastian an. Der will sie jedoch nur unter einer Bedingung mitnehmen. Sie soll ihm helfen, seine gestohlene Magie wiederzuerlangen. Wir haben hier also eine Mischung aus Magie und einer Person, die die Magie in sich entdeckt, und einer Piratenstory. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit Lust auf eine Fantasy-Piratenstory. Ich war schon kurz davor, selber eine zu schreiben, nur weil ich nicht die richtige für mich gefunden habe. Und ich finde, das klingt extrem gut und klingt genau nach der Piratenstory, die ich suche. Wenn ihr noch eine Piratenstory habt, raus damit. Ansonsten habe ich hier mal ein zweites Mal mehr Jungfrauen drin. Magie, gut aussehende Piraten. Ich will dieses Buch haben. Das nächste Buch kenne ich über Twitter und über das Bookcamp Heidelberg. Da weiß das der Novemberkönig. Und den sehe ich jetzt mal an der Schwelle zwischen dem Thriller-Horror-Teil, der jetzt kommt, und dem Fantasy-Teil. Hierum geht's. Halte dich von Forema Manor fern. Mehr als Geistergeschichten und eine diffuse Warnung bekommt Ilja nicht aus den Menschen in dem vom Novembernebel umhüllten Dorf heraus. Dabei ist die junge Frau doch hier, um ihre Großmutter zu finden, die spurlos verschwunden ist. Und die verlassene Villa im Wald muss der Schlüssel sein. Als Hilva alle Warnungen zu Trotz das Anwesen betritt, begegnet sie dort keinem Geist. Der Mann, der vor ihr steht, ist äußerst lebendig und nicht weniger unheimlich. Er führt ein eigenartiges Ritual durch, doch etwas geht schief. Seine Magie scheint Hilva nichts anhaben zu können. Und während Hilva umso entschlossener ist, seine Geheimnisse zu lüften und ihre Großmutter zurückbekommen, wird er neugieriger auf sie.
Und ich glaube, es ist so ein genreübergreifendes Ding. Es klingt einerseits gruselig, andererseits fantastisch und ist das da am Ende eine kleine Liebesgeschichte, die durchschwingt. Auch hier große Coverliebe, wodurch ich mich erst mit dem Buch beschäftigt habe. Und ich finde, es klingt super spannend. Aber es heißt Novemberkönig. Vielleicht sollte ich damit noch bis November warten. Aber eigentlich klingt es zu spannend und ich möchte es jetzt schon haben. Schwierige Entscheidung, wie alles auf dieser Liste. Der nächste Titel ist kein klassisches Buch, sondern eine Graphic Novel. Also auch kein Manga, sondern eine wirkliche Graphic Novel. Und zwar ist es Der Speichermann von Kai Meier. Kai Meier ist ein Autor, den ich wirklich super finde, den ich sehr gerne mag. Und deswegen hat mich auch dieser Titel sofort angesprochen. Ein uralter Landsitz hinter schneebedeckten Hügeln. Ein verwunschener Dachboden voller Wunder und Schrecken. Und ein kleiner Junge, der bei einer Expedition in die verwinkelte Speicherlandschaft eine unheimliche Entdeckung macht. Die Familie war nie alleine im Haus. Ein rätselhafter Mann haust seit Generationen hinter einer Wand aus Ölgemälden und lockt mit Schokolade. Also, ich hätte sehr große Angst, dass irgend so ein Speichermann über mir leben würde, aber wenn er Schokolade hat, wäre ich, glaube ich, auch ganz gewillt, mich mit ihm zu unterhalten. Bin super gespannt, was es ist. Spielt mit vielen Ängsten, die ich auch habe, und ich denke, so Graphic Novels sind immer richtig cool, weshalb ich super Lust auf diese Geschichte habe. Und Graphic Novels kann man auch so zwischendurch mal wegsnacken. Deswegen denke ich, wird das schon bald bei mir einziehen. Als nächstes hat es ein wirklich klassischer Krimi-Thriller auf meiner Liste geschafft. Und zwar ist es Cop Town von Karen Slaughter. Und ich weiß, dass meine Eltern diese Autorin sehr gerne mögen. Deswegen muss ich mal nachfragen. Vielleicht haben die das Buch hier zufälligerweise sogar. Da muss ich es mir nicht kaufen und kann auch das Buch lesen, ohne mein Kaufverbot zu brechen. 1974. Atlanta befindet sich im Ausnahmezustand. Ein Killer terrorisiert die Stadt und seine Opfer sind ausschließlich Cops. Als niemand den Blutrausch des Attentäters zu stoppen vermag, kocht die Stimmung unter den Polizisten über. Plötzlich ist ihnen jedes Mittel recht, um den Killer zur Strecke zu bringen. Sie beginnen eine brutale Menschenjagd und werden so gefährlich wie der Killer selbst. Und Kate Murphy, die ihren ersten Dienst beim Atlanta Police Department antrifft und sich als Frau ihren Platz hart erkämpfen muss, fürchtet zu Recht, dass dieser Tag zugleich ihr letzter sein könnte. Ich finde, dieser Krimi klingt so, als würde er mit so ein paar typischen Thriller-Krimi-Klischees spielen. Schon allein, dass die Ermittlerin nicht der verhunzte alte Ermittler ist, der keinen Bock mehr hat, sondern eine junge Ermittlerin in ihrem ersten Jahr. Ist jetzt nichts, was noch nie da war, aber irgendwie hat mich diese Story gecatcht und ich habe eine sehr, sehr positive Rezension darüber auf Bookstagram gesehen. Und ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance. Es klingt mehr nach Krimi als nach Thriller, aber es klingt nach einem sehr guten Krimi. Wer mir hier folgt, weiß, ich möchte alle Stephen King Bücher lesen und habe da noch einige vor mir. Auch dieser Titel, der letztes Jahr erschienen ist als Later und jetzt als deutsche Ausgabe Später von Stephen King. Als ich das Cover von Later gesehen habe, ich kann es mal hier einblenden, habe ich gedacht, nee. Das Ganze sieht aus wie so ein 80er Jahre Trash-Action-Film. Jetzt will ich nicht Quentin Tarantino-Filme nennen, weil ich die sehr gerne mag, aber so in dem Stil. Und dann dachte ich, das kann ja schon nicht sein und habe mich noch nicht mal mit dem Klappentext beschäftigt, weil ich bin ja so ein richtiges Cover-Opfer und dieses Cover hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Sprung ins Jetzt und dieses Cover ist rausgekommen mit der deutschen Version. Und deswegen habe ich mich dann auch tatsächlich mal mit dem Klappentext beschäftigt. Und der klingt gar nicht mal so schlecht. Auch hier habe ich den Klappentext, seitdem ich klar war, dass ich das Buch lesen möchte, nicht nochmal gelesen. Und ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt. Aber es geht um einen Jungen, der mit Geistern kommunizieren kann. Und er und seine Mutter leben in ziemlicher Armut, weshalb seine Mutter diese Gabe ausnutzt, um daraus Profit zu schlagen und sich mit ihm ein besseres Leben gönnen zu können. Also klingt wie ein guter King und wird auf jeden Fall hier einziehen, aber vielleicht warte ich aufs Taschenbuch, weil das Hardcover echt verdammt teuer ist dafür, dass es nur ein dünnes Büchlein ist. Vor dem nächsten Titel habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, denn auch wenn der sympathische Herr so klingt, als würde er Pokémons trainieren, ist dieses Buch, glaube ich, ziemlich hart. Und zwar ist es Evil von Jack Ketchum. Ich kann euch mal den Klappentext vorlesen. Achtung, Trigger Warning. Stephen King ist übrigens auch hinten auf dem Klappentext und sagt, der furchteinflößendste Autor Amerikas. Es ist sehr beruhigend, wenn Stephen King sagt, dass jemand anderes der furchteinflößendste Autor Amerikas ist. Die USA in den 50er Jahren. Nach außen hin eine heile Welt, doch inmitten der amerikanischen Vorstadtidylle wird ein Junge mit unvorstellbarer Grausamkeit konfrontiert. Jack Ketchum zeigt in seinem beruhigend wäre ja schön, grenzüberschreitenden Horror-Thriller die Abgründe der menschlichen Seele auf.
Und jetzt denkt man, warum zur Hölle möchte sie das lesen? Aber auch hier habe ich so Gutes darüber gehört. Und in meiner Bookstagram-Bubble haben es auch schon mehrere gelesen und gut bewertet. Und es hat mich jetzt schon neugierig gemacht. Es klingt, als würde ich jede Seite hassen. Aber ich muss es einfach lesen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eins der ersten sein wird, die ich mir bestellen werde von meiner Wunschliste. Und das letzte Buch auf meiner Liste ist, glaube ich, kompletter Trash. Und zwar werde ich das trotzdem lesen, weil es mich so sehr an Der große Zoo von China erinnert. Ich verlinke euch den Bookie hier. Und zwar war das eins meiner Jahreshighlights von 2020. War aber auch kompletter Trash. Und dieses Buch klingt exakt genauso. Und dann dachte ich, okay, ich mochte Jurassic Park, ich mochte Der große Zoo von China, also werde ich auch Crypto Park mögen. Dr. Fedora Armwolf forscht an der Grenze der anerkannten Wissenschaft. Die Welt der unerklärlichen Phänomene ist ihr Spezialgebiet. Als sie zur Eröffnung eines einzigartigen Privatzoos eingeladen wird, freut sie sich auf ein unvergessliches Wochenende. Denn Crypto Park beherbergt Kreaturen, die es gar nicht geben dürfte. Wesen, die man bis jetzt nur aus Mythen und Legenden kannte. Klingt es nicht absolut großartig? Mein Monster-Liebhaberherz schlägt höher, wenn ich das lese. Bei Der große Zoo von China hatte ich nur Drachen, aber da gibt es direkt mehrere mystische Kreaturen und bestenfalls bringen diese mystischen Kreaturen auch hier wieder alle Leute um. Großartig. Vergesst alles, was ich vorher gesagt habe. Crypto Park wird das erste Buch sein von dieser Liste, das ich kaufe. Und vielleicht werde ich auch schwach und kaufe es mir auch schon vorher, obwohl mein Kaufverbot noch nicht aufgehoben wurde, weil das klingt großartig für mich. Vielleicht nicht für euch, aber für mich. Habt ihr Wunschlisten oder kauft ihr einfach jedes Buch, das ihr haben möchtet? Und deswegen haben manche Leute auch einen Sub von über 100 Büchern. Oder halt habt ihr es dann wie ich und sagt, okay, erstmal muss der Sub abgebaut werden. Dann darf ich mir neue Bücher kaufen. Frag mich mal, wie lange ich noch standhaft bleibe mit meiner Wunschliste und ob ich vielleicht bald hier schon stehe und sage, hey, hier ist ein Neuzugänge-Video, hier sind 20 neue Bücher. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so kurz davor, mit meinem Buchverkaufverbot zu brechen. Ansonsten ist hier eure zweite Erinnerung, ein Abo dazulassen. Am Dienstag kommt ein Bookie raus zu einem Fantasy-Buch und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao!